Oh, zum Glück ist es noch so dunkel. Wir sind gerade aufgewacht. Guten Morgen aus Norwegen. Ja, wir laufen jetzt hier gerade ein, diese ganzen kleinen Inseln und so. Das ist auf jeden Fall schon mal spektakulär. Vielleicht noch eine große Brücke. Aber erstmal müssen wir wach werden und dann freuen wir uns. Das passt gerade so. Wow. Schön. Eine trübe Suppe ist das da draußen, aber wir liegen gerade in Bergen an. Wir gehen jetzt frühstücken, das ersparen wir euch jetzt mal. Und dann gucken wir uns das Ganze da draußen mal ein bisschen genauer an. So, jetzt werden wir erstmal Bergen erkunden. Aber erstmal vom Schiff runterkommen. Erstmal Picknick packen. Das erinnere ich noch von der Prima, dass man sich hier so herrliche Lunchpakete packen kann. Ich hoffe, die Auswahl ist noch groß. Wir sind ja relativ spät dran, da wir auf eigene Faust losgehen. Und da es heute Morgen so geregnet hat, haben wir uns natürlich Zeit gelassen, bis wir jetzt von Bord gehen. Jetzt klart es nämlich gerade ein bisschen auf. Aber die meisten Ausflüge sind ja schon gestartet und dadurch kann es natürlich auch schon ein bisschen alles abgegrast sein. Aber lassen wir uns einfach überraschen und gucken. Los mit! Was möchtest du? Busse und Burger. So, da hätten wir schon mal ein Croissant. Für den gesünderen Teil. Das nehmen wir doch. Das ist meins. Okay. Und Mama und Papa, willst du auch eins? Ja. Die sind sogar noch warm. Und jetzt heißt es einpacken und los. Ich habe schon Hunger. Ja, wir haben alle Hunger. Weil die so schön warm sind, nehmen wir jetzt noch eins auf die Hand. Lecker. Sicherheitskontrolle haben wir geschafft. Wir sind draußen, frische Luft. Hallo Bergen. Der wird wieder bemuddert. Henry will unbedingt den Kussmund sehen und da kommt sogar die Sonne raus. Also wir haben jetzt gerade gesehen, wobei ich habe es auch im Internet gelesen, es gibt auch einen Shuttlebus, der einen Stadtzentrum fährt. Der soll jetzt jeden Augenblick kommen. Zu Fuß wäre es ungefähr eine halbe Stunde gewesen. Ist bestimmt auch sehenswert und einiges zu sehen. Wir haben aber überlegt, mit den Kindern macht es vielleicht mehr Sinn, im Zentrum direkt zu starten und nicht schon eine halbe Stunde Fußweg Energie zu vergeuden. Da kommen Erinnerungen hoch. Mein Robi, vieles wiedererkannt. Und jetzt riecht das hier so lecker nach Essen, da kriegt man direkt wieder Hunger. Wir können den ganzen Tag essen, wir sind Fressmaschinen. Ich komme mal dazu. Ja, wir waren ja schon mal in Bergen, hatten damals ein kleines Airbnb, haben das auch filmisch festgehalten. 2018 war das schon. Wenn euch das interessiert, guckt nochmal auf unserem Kanal vorbei. Oder vielleicht habt ihr es ja sogar schon gesehen und erinnert euch auch noch dran. Aber jetzt geht es hier erstmal weiter. Hier ist gleich der Fischmarkt, wenn wir uns mal umdrehen. Also eigentlich im Sommer ist der Fischmarkt größer, aber das ist jetzt nur reduziert auf diesen Verkaufsladen. Gucken wir uns das mal an, vielleicht ist da auch was Interessantes dabei für Henry. Henry, vielleicht probieren wir auch eine Königskrabbe. Was hältst du davon? Willst du die essen? Oh, da sind sie ja schon, die Königskrabben. Die sind ja noch größer. Und Henry, sollte man die essen oder lieber freilassen? Lieber freilassen. Das ist der Hummer, der hat Kummer. Corinna, wie wär's mit etwas Surströmming? Nee, dann lass mal lieber. Ich frage mich gerade, was die im Marktrestaurant dazu sagen, wenn wir da die Dose Surströmming aufmachen. Oh Gott, da haben die gerade einen lebenden Hummer halbiert und er wird jetzt zubereitet und er bewegt sich noch, obwohl er halbiert ist.
Henry will die Königskrabbe probieren. Die rote. Can you open it? Yeah. Can I pay with card? Yes. Für uns. Ja. Schmeckt gut. Hat dir das gut geschmeckt, Henry? Ja. Wie hat das geschmeckt? Nach Hummer. Hier ist noch ein. Wie machst du das jetzt? Ja, mach die Schale ab. Warum? Ich will sie essen. Ich. Letzte Chance, Mama. Willst du auch ein kleines Stück? Go, okay, Corinna will nicht. Nein, danke. Ja, wer unser damaliges Video gesehen hat, der weiß, wir waren ja schon mal hier und wir sind ja auch schon mit der Fleuenbahn gefahren. Deswegen war eigentlich unser Plan, diesmal auf den Hausberg von Bergen, den Ulriken, zu fahren. Denn man sagt, wer in Bergen nicht auf dem Ulriken war, der war nicht in Bergen. Leider, leider spielt das Wetter wieder nicht mit und macht uns einen Strich durch unsere Planrechnung. Und die Seilbahn ist heute aufgrund des Windes gesperrt. Ja, naja, das macht nichts. Henry freut sich auch auf die Fleuenbahn. Der ist nämlich noch nicht damit gefahren. Und dann zeigen wir ihm auch gleich einmal Brücken. Und ja, das kann man sich auch auf jeden Fall zweimal angucken. Hat mir damals sehr gut gefallen und ich freue mich schon, das jetzt nochmal zu sehen. Außerdem gibt es auch einen Weihnachtsmann-Shop. Genau, und ich hoffe auf warme Socken. Und auch norwegische Pullover. Und norwegische Pullover. Okay. Eins, zwei, drei. Ja, und obwohl man sagt, dass Bergen die regenreichste Stadt Europas ist, haben wir tatsächlich Glück. Es regnet heute zwischendurch mal, aber es kommt auch immer mal wieder die Sonne durch. Da ist sogar ein Stück blauer Himmel zu erkennen. Die haben hier schöne Matschepfützen, ne, Henry? Schön. Vor uns befindet sich das Weihnachtshaus. Guck mal, hier gibt es das ganze Jahr über Weihnachtsdeko. Weihnachten bei den Trollen. Ja, da sind die Trollen, guck mal. Einmal da rein. Ja, geh hoch. Es geht noch höher hinaus. Das sind alles Weihnachtskugeln, die sind ganz empfindlich. Ja. Tannenbaumschmuck. Und zack, hier sind wir schon in Brügge. Brüggen? Karbrüggen. Nein. Und schauen uns jetzt einfach mal hier ein bisschen um. Ich glaube, mich knutscht ein Elch. Tja, hier gibt es nicht nur Königskram, hier gibt es auch Rentier. Na dann, guten Hunger. So, ja, wunderschöner Tunnel. Wir sind im Tunnel zur Fleubahn.
Das hat jetzt 240 Kronen für uns alle zusammen gekostet, denn Kinder unter 4 Jahren fahren noch umsonst. Also 240 Kronen für mich und Robert, umgerechnet ungefähr 24 Euro. Ticket! Ticket! Wow, der hat eine richtige Geschwindigkeit drauf, das erinnere ich gar nicht mehr. Das letztes Mal sind wir nur runtergefahren, aber nicht hoch. Stimmt. Schöner Ausblick. So Leute, wir sind jetzt hier oben angekommen. Der Ausblick ist wirklich spektakulär, den zeige ich euch gleich. Jetzt gibt es aber erstmal eine kleine Stärkung. Daran können wir uns jetzt hier laben. Guck mal, hau rein. Bis jetzt war das Wetter ja okay, aber im Moment macht Bergen seinem Ruf als regenreichste Stadt Europas alle Ehre. So, bevor es gleich aber schon wieder nach unten geht, einmal die Aussicht genießen. Es ist gerade trocken. Oh, ich gucke mir das lieber von hier drinnen an. Draußen ist es mir doch ein Tick zu windig. Hurtig. Und zwar nicht zu den Hurtigruten, sondern zum Shuttlebus. Der fährt um 16 Uhr. Wir haben noch 10 Minuten. Wir haben den Bus noch bekommen. Wir hätten noch nicht mal laufen müssen. Aber nun gut. Sicher ist sicher, ne? Robi musste sogar zweimal laufen. Der hat nämlich seine Handschuhe unterwegs noch verloren. Ja Mensch, das ist ein Ausblick im Hintergrund. Wir sind nicht mehr auf dem Berg, sondern schon wieder auf dem Schiff zurück. Das war unser Tag in Bergen. Ja, es gab sonnige Abschnitte, es gab regnerische Abschnitte, alles dabei in der regenreichsten Metropole Europas. Fast wie in Hamburg. Ja, kommt uns irgendwie bekannt vor. Wir glauben, das Video ist jetzt schon lange genug. Das ist ja erst der Anfang. Also wenn ihr uns jetzt erst durch Zufall abonniert habt, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Die Reise geht nämlich jetzt erst so richtig los. Wir werden noch einiges erleben. Wir waren schon öfters in Norwegen, guck mal auf unserem Kanal, was wir da schon alles erlebt haben. Aber jetzt wollen wir noch mehr von den Fjorden sehen. Wir haben nämlich noch nicht so viel von den Fjorden gesehen. Und das geht jetzt hier erst so richtig los. Und da kommen noch einige Videos. Also abonniert uns, damit ihr kein Video mehr verpasst. Wir sind gespannt, ihr seid hoffentlich auch gespannt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.